Willkommen zu Projekt Ascento. Unser Ziel ist es, die Indoor-Mobilität von Robotern auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind Dominik und Viktor und freuen uns heute, unser Team bestehend aus 8 Maschinenbau- und einem Elektrotechnikstudenten zu präsentieren. Vor 9 Monaten setzten wir uns zum Ziel, einen Roboter von Grund auf zu entwickeln, der speziell für Innenräume angepasst ist. Ein Roboter mit präziser und genauer Steuerung, ausgerüstet mit einer Vielzahl von Kameras und Sensoren. Und vor allem ein Roboter, der ein Hindernis überwinden kann, welches für die meisten agilen Roboter unmöglich ist. Eine Treppenstufe. Unsere Herangehensweise? Ein zweirädriger, springender Balancierroboter. Genau wie beim Menschen kann durch ein schnelles Ausstrecken der Beine der Roboterkörper nach oben beschleunigt werden und somit erreichen wir einen Sprung. Unser Lösungsansatz zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus. Ein leichter, 3D-gedruckter Roboter mit einem kleinen Formfaktor und einem ausgeklügelten Beinmechanismus. Stabilisierend auf 2 Rädern, getestet in einer Simulation. Fähig zu einem Sprung und ausgerüstet mit modernster Kameratechnik. Die Struktur des Roboters wurde aus einem leichten Nylonplastik komplett 3D gedruckt. Jenes Verfahren ermöglichte uns, einen vollständigen Roboter innerhalb einer Woche zu fertigen und zusammenzubauen. Dies erlaubte uns, unser Roboterdesign in den 9 Monaten 3-mal komplett neu zu designen. Durch den 3D-Druck sind ebenfalls ganz neue computeroptimierte Bauteilformen möglich geworden, die es uns erlaubten, leichte und stabile Strukturen zu generieren. Mit diesen neuen Möglichkeiten konnten wir das Gewicht des Roboters, nicht nur das Gewicht des Roboters, auf lediglich 10 Kilogramm reduzieren, sondern erhielten auch eine sehr kompakte Bauweise. Zum einen wurden alle zusätzlichen Komponenten direkt in die Struktur eingepasst, was einen schnellen Austausch erlaubt. Zum anderen wurde die Radaufhängung so entwickelt, dass der Motor direkt in die Räder hineingebaut werden kann. Der Beinmechanismus wurde spezifisch für einen geraden Sprung ausgelegt, damit die Sprungbewegung mit nur einem Motor pro Bein ausgeführt werden kann. Dies erlaubt dem Roboter, seine Höhe von 31 auf 66 cm einzustellen, was ideal ist, um in engen Innenräumen herumzumanövrieren oder auf eine Seite zu lehnen. Um genügend Kraft bei einem Sprung aufzubringen, haben wir unseren Roboter mit 2 sehr starken, 40 Newtonmeter starken Elektromotoren ausgestattet. Diese wurden von einem ETH-Spin-Off entwickelt. Und so hatten wir unseren fertigen, stabilisierten Roboter. Okay. Unseren Roboter, ja. Ja gut, zum Stabilisieren braucht es noch was. Das Problem rührt daher, dass unser Roboter auf 2 Rädern steht und deshalb einfach umkippt. Für geschmeidiges Fahren, Springen und vor allem Landen wird daher ein robustes und stabiles System benötigt. Um den Roboter in einer aufrechten Lage zu halten, muss er seine Räder beschleunigen. Dies trägt massiv zur Komplexität des Roboters bei. Doch mit geeigneter Regelung kann eine viel höhere Manövrierbarkeit erreicht werden. Denn ein Roboter mit nur zwei Rädern kann eine Drehung an Ort und Stelle ausführen. Dennoch wollten wir eine einfache und intuitive Steuerung. Unser Roboter wird mit einer 3D-Maus gesteuert und erreicht beim Fahren und Drehen eine sehr hohe Präzision. Durch Variieren der Beinhöhe kann der Roboter seine Höhe einstellen und wenn er ganz in die Hocke geht, kann er sogar unter tiefen Hindernissen durchfahren. Durch individuelles Einstellen der Beinhöhe kann er wie ein Motorradrennfahrer in die Kurve lehnen, was höhere Traktion und damit auch besseres Handling erlaubt. Doch bevor wir unsere Regelungsprogramme auf dem echten System testen, wollten wir natürlich sicher gehen, dass dabei nichts kaputt geht. Ja, und deshalb haben wir eine Simulationsumgebung aufgesetzt, in der wir das Verhalten des Roboters in Echtzeit simulieren konnten. Denn wenn die Hüftmotoren mit genug Drehmoment die Beine ausstrecken, hebt der Roboter vom Boden ab und kann so eine Treppenstufe hochspringen. Und um die Sprunghöhe zu verbessern, haben wir 2 maßgefertigte Torsionsfedern in den Knien montiert, um auch beim Zusammenziehen der Beine zusätzliche Energie zu speichern. Des Weiteren hat unser Roboter einen vollautonomen Fahrmodus,
in welchem er festgelegte Wege musste abfahren oder an seine Ursprungsposition zurückkehren kann. Zudem verfügt er über 5 optische Sensoren, die ihm auf verschiedene Arten helfen, Informationen über sein Umfeld zu gewinnen. 2 Distanzsensoren auf Radhöhe für ein präzises Ausrichten und zeitgenaues Abspringen, 2 Kameras für die Bilderfassung und eine Tiefenkamera, um dreidimensionale Punktwolken der Umgebung zu erstellen. Damit sehen wir 2 Anwendungen für unseren Roboter. Die Inspektion von gefährlichen Zonen, beispielsweise einsturzgefährdete Gebäude, oder die Kartografie von weitläufigen Indoor-Bereichen. Mit Hilfe einer Kartografie-Software, entwickelt vom ASL der ETH Zürich, können wir vom Umfeld des Roboters eine Karte generieren und so seinen Weg verfolgen. Bevor wir Ihnen aber unser finales Produkt präsentieren, möchten wir uns an dieser Stelle noch herzlich bei all unseren Sponsoren und unserem betreuenden Lab von Herrn Prof. Dr. Siegwart bedanken. Wir würden uns freuen, Sie später an unserem Stand begrüßen zu dürfen, wo Sie unseren Roboter live in Aktion erleben können. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, aber nun Projekt Ascento. The goal of Project Ascento is to rethink the way robots move in indoor environments. To achieve this, we have combined the speed of wheels together with the versatility of legs. The main challenge in indoor environments is to overcome stairs. And amongst all possible ways of climbing stairs, we have decided to go for the most elegant one. Our robot is capable of jumping. We have found a geometry that allows for perfectly straight jumps. Our system is lightweight and compact. There are 2 different kinds of motors. One used for quick and agile driving, and the other one used for rapid and explosive jumping. For driving, our robot depends on advanced control methods to remain in an upright position at all times. We have also added intuitive steering that allows for easy human-robot interaction. We have equipped the robot with cameras that let it keep track of its location, while at the same time record a map of its surroundings. This way, the robot can move autonomously. 9 months have passed since we have started on Project Ascento, and honestly, I'm quite proud of what we have achieved in this short amount of time.